Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Witcher. Wir hatten letzte Folge den Todesschmaus, die Feier, und wissen jetzt, wie wir beide und haben jetzt die Erlaubnis bekommen, zu diesem Ort zu kommen, wo wir vorher nicht hin durften. Und eigentlich, gehen wir jetzt dahin und schauen, dass wir mit Yennefer ein paar Hinweise finden, was mit Ciri passiert ist. Das mit dem Kleidungsstück und der Party hat nicht so ganz funktioniert, wie ich gehofft hätte. Und zwar war es nämlich so, dass ich vergessen habe, meine Schuhe zu wechseln. Und dadurch hin das komplette Outfit im Arsch war. Ach, was soll's. Gehen wir einfach mal. Ja, wir haben eigentlich sehr viel zu tun hier, ne? Bei mir sind sehr viele. Ich glaube, die versunkene Schätze. Seit wann ist auf dem Anschlagbrett ein neuer Ding? Ah, hier war ich noch gar nicht. Interessant. Irgendwas sind das für besondere Dinge. Nee, ich wollte die Hauptquest machen. Wir müssen jetzt erstmal Hauptquest machen. Ah, hier sind sehr viele Pferde. Banditenlager haben wir hier irgendwo. Was mir gerade auffällt, wir sind doch eigentlich im Galopp. Und verlieren gerade keine Pferdeausdauer. Irgendwas stimmt hier nicht. Oh, also. Na, was soll's? Ich hoffe, der Druide lässt uns arbeiten. Und geht nicht ganz auf Yennefer, weil den mag sie anscheinend nicht. Er mag sie nicht. So. Und sie ihn auch anscheinend nicht. So, hier lang. Hier sind sehr viele Tiere im Wald. Okay, wir müssen gleich hier rüber. Man kann euch bis zum anderen Ende der Insel hören. Gut. Sollen doch alle erfahren, dass Yennefer von Wengerberg eine gewöhnliche Diebin ist. Pass auf, was du sagst, Druide. Ich habe nichts gestohlen. Ich habe mir nur etwas geborgt. Und ich werde es auch zurückgeben. Wie großzügig. Da gibt es nur ein kleines Problem. Wenn die Maske einmal benutzt wurde, ist sie nutzlos. Mal ganz abgesehen von dem Risiko, uns und alle Inseln lebendig zu begraben. Begraben? Wovon redest du? Sie hat's dir nicht gesagt? Das dachte ich mir schon. Der Legende nach erschuf Ouroboros eine Maske, nachdem die neidvolle See seine große Liebe verschluckt hatte. Er konnte es nicht ertragen, seine Geliebte niemals wiederzusehen. Also schuf er die Maske, um damit in die Vergangenheit zu schauen. Aber er wusste, dass er sie nur ein einziges Mal benutzen konnte. Also wartete er. Er wartete, bis sein Verlangen unerträglich wurde. Als die See von der Existenz der Maske erfuhr, reagierte sie sofort. Sie tat kund, dass jeder, der die Maske benutzt, sich ihren Zorn zuziehen würde. Sie würde sich in ihrer Rache erheben und alles und jeden unter sich begraben. Woher hast du denn die Maske? Seefahrer des Dimun-Clans haben sie beim Njordgraben aus dem Meer gezogen.
Wie kannst du dir so sicher sein, dass es Ouroboros' Maske ist? Ihr Aussehen wird in den Mythen genau beschrieben. Du glaubst an die Mythen? Nur Dummköpfe verharmlosen ihre Bedeutung. Und hier stehen nicht die Mythen am Pranger, sondern die Diebin. Ich werde Yennefer nicht in Schutz nehmen. Dann tu's auch nicht. Aber versetz dich mal in ihre Lage. Sie will dich damit nicht ärgern. Sie macht es wegen Ciri. Ich weiß, dass es hier um Muttergefühle geht. Aber das ist keine Rechtfertigung. Die Maske von Ouroboros gehört Skellige und sollte für das Wohl der Inseln genutzt werden. Wenn Yennefer die Maske benutzt, verliert sie ihre Macht und... Was? Was war das? Nein! Yennefer hat die Maske benutzt! Ein Sturm. Verdammt. Wir müssen die Maske neutralisieren. Ihre Macht zum Schweigen bringen. Okay, what the hell geht jetzt gerade ab? Was zum Geier geht hier ab? Jetzt mal ganz ehrlich. Yennefer? Ja, so einen habe ich schon mal besiegt. Das war doch ein Boss damals, oder nicht? Komm, what the hell? Was war das? Einhörner. Verdammt, Yen. Ich weiß, dass es Neblinge waren. Ich meine, wo sie hergekommen sind. Die Macht der Maske hat sie beschworen. Moissac sagte, die Maske würde eine Naturkatastrophe heraufbeschwören. Was für ein Glück! Dann kann er ja direkt hineinspringen, um sie zu bändigen. Du weißt, dass er dir das nicht vergeben wird. Oh, das überlebe ich schon irgendwie. Und jetzt? Die Maske zeigt die Vergangenheit, aber nur an bestimmten Orten. Orten, an denen frühere Geschehnisse einen magischen Abdruck hinterlassen haben. Nimm sie! Ich soll sie tragen? Ja, ich wirke einen Zauber, mit dem ich durch deine Augen sehen kann. Nun, gehen wir. Hier entlang. Da ist die erste Stelle. Du hast einen Questgegenstand erhalten. Drücke R1 oder halte R1 gedrückt, um den Questgegenstand zu benutzen. Als ob meine Warum zum Geier? Leg die Maske an. Irgendwelche Anweisungen? Behalte sie auf, bis wir alles gesehen haben. Geh nicht zu weit weg. Die Reichweite meiner Telepathie ist begrenzt. Was ist das? Ein Portal? Daraus kommen zwei Leute hervor. Die Frau war Ciri. Woher weißt du das? Sie bewegt sich so wie ein Hexer. Sie sind wohl hier entlang gegangen. Die nächste Stelle. Ja, Yennefer, dann kommen wir doch mal hinterher. Und warum ist mein Schwert schon wieder am Arsch? Ach, ist mein Silberschwert. Das war bei 50%, jetzt ist es bei 90%. Okay. Das habe ich bei Brenner gelernt. Scheiße. So. Leg die Maske an. Wo denn? Ach, hier. Pass auf! Was war das? Irgendeine magische Explosion. So stark, dass sogar das Echo gefährlich war. Ich wette, die hat den Wald zerstört. Aber Ciri und ihr Begleiter wurden nicht verletzt. Ich habe sie entkommen sehen. Ich bin gespannt, wohin? Ja.
So, hier. Gruselig hier. Gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Wer hier war, als es geschah, hatte kaum eine Chance. Ich weiß, was du denkst. Und? Bereit? Benutze die... Jemand jagte Ciri. Siehst du? Ich glaube, er hat sie verwundet. Sie ist durch ein anderes Portal entkommen. Weißt du, wo es hinführt? Die magischen Rückstände deuten auf Velen hin. Kannst du herausfinden, wohin Ciris Begleiter geflohen ist? Sein Portal muss in der Nähe sein. Ich versuche, es herauszufinden. Komm! Kommst du, Jen? Danke. Leg die Maske an. Toller Kampf. Hat den anderen mit Magie abgewehrt und ist dann durch ein Portal geflüchtet. Ein Magier? Sieht so aus. Der Elf, von dem wir in Velen gehört haben, oder? Das waren Ciris Begleiter und der, der sie verletzt hat. Woher weißt du das? Ich weiß es nicht. Ich schätze nur. Sie tauchten beide auch in den vorherigen Visionen auf. Ciri hat einen mächtigen Verbündeten. Wohin ist der Magier geflüchtet, der mit Ciri hier war? Seine Spur führt auch nach Velen. Aber die Zielkoordinaten seines Portals unterscheiden sich von Ciris. Die Explosion muss seine Teleportation gestört haben. Ich bin in Velen zufällig Keira Metz über den Weg gelaufen. Sie sagte, ein Magier hätte sie nach Ciri gefragt. Würde mich nicht wundern, wenn das derselbe war. Wer immer das auch sein mag, er wird zunehmend interessanter. Vielleicht hat der Zauber etwas von ihm übrig gelassen. Es klart auf. Moissac hat wohl das Wetter unter Kontrolle gebracht. Das heißt, wir werden ihn gleich wieder am Hals haben. Oh. Und? Seid ihr jetzt zufrieden? Seht nur, was ihr angerichtet habt. Würdet ihr auch jemanden umbringen, wenn ihr dadurch Ciri finden würdet? Reg dich ab. Der Sturm ist vorbei. Ihr habt alles unter Kontrolle. Noch. Aber wie wird es nächste oder übernächste Woche aussehen? Sei nicht hysterisch. Hier ist deine Maske. Sie ist wertlos. Jetzt ist sie nur noch als Aschenbecher zu gebrauchen. Hast du wenigstens etwas dadurch erfahren? Und ob. Ich rede mit Geralt. Du, mit dir bin ich noch nicht fertig. Also? Wir glauben, dass hier ein mächtiger Fluch gewirkt wurde. Angesichts des Waldzustands klingt das einleuchtend. Wisst ihr auch auf wen? Noch nicht. Aber wir wissen, dass Ciri hier war. Kam mit einem Magier aus einem Portal. Jemand jagte sie. Sie kämpften. Ciri wurde verwundet, konnte aber fliehen. Wohin? Wohl nach Velen. Der Magier hat ihr ein Portal geöffnet. Dann kämpfte er gegen ihren Angreifer. Und? War's das? Wir haben etwas Interessantes herausgefunden. Eine Sache müssen wir noch untersuchen. In die Richtung geflogen. Naja. Da ist etwas unter dem Baum. Kannst du... Ich kann. Die wilde Jagd. Die Rüstung ist sauber. Kein Blut, keine Kerben. Ciris Freund hat ihn... Wie nennt ihr das? Desintegriert. Erstklassige Rüstung. Den Hersteller erkenne ich aber nicht. Ich weiß nicht einmal, woher sie stammt. Vermutlich, weil sie einem Reiter der wilden Jagd gehört hat. Was? Es ist also wahr. Die wilde Jagd. Das hatte ich befürchtet. Erst hier, dann auf Hinnasfjall. Was wollten sie? Sie suchen nach Ciri. Aber warum? In Ciris Adern fließt das ältere Blut. Ihr Stammbaum reicht bis auf Laradorn zurück. Darum hatten die Frauen ihrer Familie immer außergewöhnliche Fähigkeiten.
Aber ist das wirklich so wichtig? Ciri ist außergewöhnlich. Sie reist zwischen Orten und Welten. Raum stellt für sie kein Hindernis dar. Darum will die wilde Jagd sie gefangen nehmen. Wo du von der Jagd redest, sie ist auch auf Hindersfjall aufgetaucht? Nun, es geschah ein paar Wochen, nachdem der Kataklysmus hier auf Artskellig zugeschlagen hat. Die Geister fielen abends über Lofoten her, in einem Schneesturm, der für die Jahreszeit sehr ungewöhnlich war. Die Inselbewohner sagten, sie hätten ihre Hütten gestürmt, jeden Widerstand niedergemetzelt und seien dann teuflisch lachend ins Landesinnere galoppiert. Gibt es Überlebende? Etwa ein Dutzend Frauen und ein alter Mann. Nächster Halt, Hindarsfjall. Wir treffen uns am Strand bei Lofoten. Warte, wollen wir zusammen gehen? Jetzt gleich? Du verabscheust doch die Teleportation. Ich mag auch keine Tränke, aber wenn ich muss, dann trinke ich sie. Mhm, du trinkst auch, wenn du nicht musst. Nun gut, gehen wir. Bleib in meiner Nähe. Viel Glück. Lasst mich wissen, wenn ihr etwas Neues erfahrt. Es ist schon ein paar Jahre her, dass ich auf Hindarsfjall war. Wenn ich mich recht entsinne, geht es hier nach Lofoten. Geschleifte Hütten, frische Gräber. Hier muss es sein. Da gibt's eine Art Versammlung. Der Zeitpunkt ist schlecht. Für Gespräche über die wilde Jagd gibt's nie einen guten Zeitpunkt. Panne. Noch nicht ganz trocken. Hey. Was, wenn Feigling die Wahrheit gesagt hat? Und ich? Wenn er uns nicht verlassen hat. Sondern vielleicht stammt es in den Sternen. Okay, what geht hier ab? Was ist hier los? Eine Art Ritual. Wir werden warten müssen. Kommt nicht in Frage. Liebe Schwestern, entschuldigt die Störung, aber wir kommen in einer wichtigen Sache. Seht ihr nicht, dass wir der Toten gedenken, ihr? Und wir suchen jemanden, der noch lebt. Bitte, es ist dringend. Dann sprich. Die wilde Jagd soll dieses Dorf zerstört haben. Das stimmt. Auch wenn uns kaum jemand glaubt, ihr sicher auch nicht. Habt ihr Reiter auf Pferdeskeletten gesehen? Die Rüstungen mit Raureif bedeckt? Ja, genau. Sie sind mit einem Schiff aus den Nägeln der Toten hier gelandet. Wie in den Balladen. Leif schrie, holt die Kinder! Dann kamen sie, trafen ihn ins Gesicht, wollte etwas flüstern. Aber es kam nur Blut. Du wolltest nach jemandem fragen und nicht in ihren Wunden stochern. Es reicht. Was geschah dann? Yen, lass sie in Ruhe. Ach, du kapierst es nicht. Wenn wir erfahren, wo... Doch, ich kapiere es. Du sollst trotzdem aufhören. Du hast recht. Komm zur Sache. Sofort. Wir suchen nach einer jungen Frau namens Ciri. Aschblondes Haar, grüne Augen. Tut mir leid. Sie ist nicht hier. Wenn sie nicht in einem Grab liegt? Der Name sagt mir nichts. Aber ich habe so viele begraben, vielleicht habe ich es vergessen. Diese Ciri, hat sie eine Narbe hier auf der Wange? Ja, ja. Was ist mit ihr passiert? Weiß ich nicht. Ich habe sie nur einen Augenblick gesehen. Kurz bevor, davor. Sie war an den Stellen mit dem Feigling. Tausendfach verflucht sei er. Erinnerst du dich sonst noch an etwas? Irgendwas? Nur daran, dass sie müde aussah. Sehr müde. Und sie hatte nasse Haare. Großartig. Nun wissen wir, dass sie gebadet hat. Was für ein Fortschritt. Tut mir leid. Der Feigling. Entschuldigung, der Feigling. Der Feigling hätte euch mehr sagen können. Dieser Feigling, von dem ihr sprecht, hat er einen Namen? Er hatte einen. Bis er aus der Sage der Ahnen gestrichen wurde. Es ist, als existiere er nicht mehr. Es ist verboten, mit ihm zu sprechen, ihn zu berühren. Sein Name darf nicht genannt werden. Was hat er denn getan, um das zu verdienen?
Er ist vor der wilden Jagd geflohen. Er allein. Wir müssen mit ihm reden. Auch wenn das nicht euren Bräuchen entspricht. Ihr kommt zu spät. Er ist in den Garten gegangen, um gegen Morgwag zu kämpfen. Ein Feigling, der freiwillig in den Kampf zieht. Kommt nur mir das widersinnig vor? Darum hat er es getan. Der Feigling wusste, er kann die Ältesten nur umstimmen, wenn er Morgwag tötet. Und so seine Ehre und seinen Namen wiederherstellen. Ein Prozess durch eine Probe. Typisch für die Skelligen. Ich verspotte eure Gesetze nicht. Respektiert unsere bitte auch. Wo ist dieser heilige Garten? Nicht weit von hier. Im Norden. Wir haben dort einst Heilkräuter gezüchtet. Und jetzt? Jetzt gehen wir nur noch bis zu dem Baum, den die Göttin gepflanzt hat. Dorthin tragen wir unsere Opfer und Bitten. Wer sich weiter wagt, bleibt für immer im Garten. Morgwag? Was ist das? Wer, meinst du? Der mieseste Mann, der je auf den Skelligen gelebt hat. Nichts war ihm heilig. Er hat das Land seines eigenen Clans angegriffen, Gold von Nilfgaard geraubt, Kinder und Schwangere getötet. Die Sorte kenne ich. Es hieß, er fürchte nur den Zorn der Götter. Das wollte Morgwag nicht auf sich sitzen lassen. Er segelte nach Hindarsfjall, um den Garten der Göttin zu zerstören. Das war vor über 10 Jahren. Die Erzpriesterin Ulve trat ihm in den Weg. Er stieß ihr eine Klinge zwischen die Rippen und warf sie in den Dreck. Während sie verblutete, verfluchte sie ihn. Und Morgwag verwandelte sich in eine Bestie. Ein Fluch? Ein Monster? Du hast Arbeit. Ich kann Morgwag besiegen. Ich weiß nicht, zu was er geworden ist, aber das Silberschwert dürfte wirken. So einfach ist das nicht. Morgwag wurde schon oft besiegt, aber er kehrt immer zurück. Ein komplizierter Fluch also. Ich brauche mehr Details. Verstehe ich, aber mehr weiß ich nicht. Sprecht mit Torda, Sohn des Einer. Er war im Garten, als Morgwag und seine Männer angriffen. Er hat gesehen, was passiert ist. Von allen Pilgern, die damals dort waren, ist nur er entkommen. Er wohnt in Larvik. Ihr findet ihn dort am Anlegeplatz, wenn er nicht gerade auf See ist. Danke für eure Hilfe. Ihr wollt also den Garten aufsuchen? Ich mag es nicht, wenn Fremde den heiligen Boden betreten. Aber nun gut. Der Brauch will, dass Pilger vor dem Baum etwas von ihrem Blut opfern. Der Feigling hat das bestimmt getan. Es sei denn, er war nicht nur feige, sondern auch respektlos gegenüber Freya. Macht ihr wegen uns keine Sorgen. Geralt und ich zollen den Göttern immer den Respekt, den sie verdienen. Ja, ja. Okay. Ja, dann. Ja, wir sind ja auch, glaube ich, Skellige soll sowas wie die nordischen Länder darstellen, oder? Also sind wir gerade in der nördlichen Mythologie unterwegs. Zumindest teilweise. Also jetzt nur vom Namen her. Einen Bissen. Nur einen haben. Ein Stückchen. Einen Krümel. Essen. Essen. Scheiße. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Offenbar freut er sich nicht, uns zu sehen. Warte, bis er mich genauer sieht. Okay. Schlüssel benötigt. Also, wo fangen wir an? Gehen wir zu dem Baum, den die Schwestern erwähnt haben. Willst du für die Göttin bluten? Nicht unbedingt, aber der Feigling hat es getan. Wir könnten seine Witterung aufnehmen. Der Feigling war hier.
Schau, der Abdruck. Er hat sich hingekniet und sich für das Opfer geschnitten. Blutflecken, siehst du? Nein. Ich mag übermenschlich schön sein, aber meine Sinne sind menschlich, nicht wie deine. Darum solltest du hier oben bleiben. Nichts für ungut, aber in dem Unterholz und Dreck wärst du... Dir ein Klotz am Bein? Ich hätte es schöner formuliert, aber ja, das kommt ungefähr hin. Gut, wir machen es, wie du sagst. Zur Not kann ich von hier oben aus zaubern. Gut, dann also bis später. Pass auf dich auf. Ich brauche dich, wenn ich Ciri finden will. Komm schon, war ein Scherz, du Trottel. Ich brauche dich, Punkt. Besser? Besser. Das Blut des Feiglings. Reichlich geflossen. Die Spur ist deutlich. Müsste mich zu ihm führen. Da unten ist etwas. Ich kann's nicht erkennen. Okay. Flache Spuren. Der Feigling ist vorsichtig aufgetreten. Ja, weil er die Monster nicht alarmieren wollte. So. Hier lang. Keine Bissspuren. Morgwag frisst seine Opfer nicht. Seltsam. Ist das der Feigling? Nein, der liegt schon länger hier. Was? Ich verstehe dich nicht. Komm näher, wenn du reden willst. Monsterspuren. Es ist gerannt. Hat etwas verfolgt. Morgwag war das Herumschleichen wohl leid und hat angegriffen. Das Blut des Feiglings. Der Feigling war verletzt. Er rannte los. Komm hier. Rohes Fleisch. Folgen wir dem einfach. Die Tür rührt sich nicht. Der Feigling muss sie versperrt haben. Oder verrammelt. Ich muss außenrum. Klauenspuren. Der Feigling hat Morgwag die Tür vor der Nase zugeworfen. Da drüben. Hast du was gefunden? Spuren. Führen direkt zu einer verschlossenen Tür. Ich glaube, du kommst dran vorbei. Da unten ist auch ein Schlüssel, den ich benötige. Morgwag gibt nicht so einfach auf. Morgwag gibt nicht so einfach auf. Okay, irgendwas fehlt hier. Okay, was haben wir hier? Sind wir hier richtig? Verschlossen, Schlüssel benötigt. Warum ist hier alles abgeschlossen? Jetzt muss ich einen Weg finden. Aber ich würde sagen, ich bin die Folge jetzt hier. Danke fürs Zuschauen. Und in der nächsten Folge folgen wir mal diesen Spuren. Ich wollte gerade sagen, folgen wir diesen Spuren, aber da sind wir gerade lang gegangen. Das fällt mir jetzt erst auf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Euer Gladius.